Ich habe immer gedacht, das Licht ist nicht so wichtig. Komisch, weil die Leute, wenn sie malen oder macht Skulptur, immer, sie hat mir gefragt, und mit der Licht, und das ist nicht, ist das genug? Oder brauchst du wenige? Ist bizarre, weil ich könnte nie das antworten. Und jetzt, ich weiß nicht, nach wie vielen Jahren, ich denke, das war unbewusst. Ich sehe ein Licht, was mir gefällt, und ich nehme das, ich sehe das Bild und ich male. Und ich sehe total andere Sachen als gestern Nacht, wenn ich mache das um 12 Uhr. Das stimmt schon. Der Licht ist wichtig, aber der Licht ist nicht nur wichtig für die Intensität von der Farbe, etc. Der Licht ist wichtig, weil der macht etwas im Gehirn, der macht etwas in bewusst, das macht bewusst, wie das ist, wie die Sachen sind. Das ist, wenn die Leute mir fragst, was ist dein Stil oder etc. Das ist total schwer. Ich kann nicht antworten. Ich sage, ja, was denkst du? Was ist dein allgemein Stil? Ich weiß, was das bedeutet. Abstrakt, Surrealist, Kubismus, etc. Ja, ich könnte sagen, nee, bei mir ist ein bisschen Surrealismus, Ästhetisme. Aber ich habe etwas gefunden, was mir gefällt. Und ich sage so, der Kunst-Schamanismus. Warum Schamanismus? Weil die Energie von der Form, meine fraktale Form, was ich benutze, und auch mit Musik, diese Trance-Moment, das ist etwas wichtig für mich. Aber existiert nicht. Der Kunst, Schamanismus, Kunst existiert, ich denke, das ist überhaupt nicht. Es geht nicht. Aber ja, aber ich weiß nicht, was kann ich sagen, wenn die Leute mir fragen. Das ist immer ein bisschen schwer. Oder man muss ein bisschen, in Frankreich, man sagt, Recul, so Distanz. Und vielleicht man kann sprechen, von was man macht. Aber ich habe immer das schwer gefunden, wie man kann das erklärt, was man macht. Wie der Licht. Bist du so ein Licht? Bist du so? Ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht. Ich arbeite einfach so. Ich mache. Aber wie gesagt, das stimmt schon. Das kommt wie heute zum Beispiel, der Licht ist wunderschön draußen. Und ich sehe ein Bild, mein Bild, was ich male gerade. Ich merke viele Sachen, was ich habe nicht gemerkt vor ein paar Tagen. Ja, stimmt schon. Licht ist so, ich denke, da alle wichtige Sachen für Malerei oder etc. Genau. Und übrigens, ich m'appelle Bruno Di Martino. Ich wohne in Berlin seit viele Jahren schon, seit 20 Jahren. Und ich male mehr, ich mache Skulptur und Relief. Genau. Und bin Musiker. Ich spiele in einer Band, heißt Los Morados, so eine Alternativ-Rockband. Und ich bin der Perkussionist und Keyboard und auch andere Instrumente manchmal. Und was ich mache auch, das ist, ich spiele Hang. Ja. Der Hang, Panart. Und ich spiele überall. Bei mir, Atelier, auf den Straßen, in Urlaub. Ich komme immer mit mir. Und zum Beispiel, das ist für mich so sehr, spielen in einer Band, das ist ein gemeinsames Projekt. Und mit der Hang, das ist richtig, ich bin da mit dem Instrument. Es gibt eine Koalition, eine Fusion. Wenn ich schaffe das gut, es gibt eine Fusion. Und gefällt mir sehr. Und gefällt mir sehr auch auf die Straße, auf die Leute, Reaktion achtet. Ja, danach, ich gehe ein bisschen spielen, vielleicht wir können da sehen, wie ich mache.